Globalisierung verändert grosse Teile des Bankengeschäfts, also sicher Kundenarbeit, Zusammenarbeit, Partnerschaft mit den Kunden ist ein Thema. Die finden nicht nur im 1:1, im direkten Kundenkontakt statt, sondern die finden eben auch digital, virtuell statt. Und da muss man ausgerüstet sein, da muss man sich einrichten, da muss man können Prozesse, Dienstleistungen, Produkte eben digital anbieten. Das betrifft vor allem und schwergewichtig der Privatkunden, das Privatkundengeschäft. Und das andere ist die Bank selber, wo natürlich, es gibt wahrscheinlich keine Industrie, die prädestinierter wäre, digitale Dienstleistungen anzubieten. Und von dem her gesehen, müssen wir die Erfahrung und das Know-how, das wir haben, auch einsetzen, um entsprechende Credit Suisse zu positionieren als digitale Bank. Ja, konkret spüren wir natürlich, dass wir unsere Produkte, unsere Services nicht nur Mann oder Frau zu Frau, also im direkten Kundenkontakt übergeben, sondern dass wirklich auch wichtig ist, dass man eine digitale Lösung hat und Kunden, ganze Kundengruppen, ganze Kundencommunities eigentlich eine Nachfrage haben nach digitalen Services und digitalen Produkten. Und das ist eine extreme Herausforderung, das super einzubetten und dann für einen Kunden auch wirklich zufriedenstellend und nachhaltig zur Verfügung stellen. Den Kundenbedürfnissen kann man auf zwei Arten begegnen, sage ich jetzt mal ganz einfach gesagt. Auf der einen Seite Lehren von den Kunden, also mit über den Dialog von den Kunden auch realisieren, was braucht es, was muss man machen, woher entwickelt sich die Welt. Und das andere ist natürlich auch selber intern das Know-how, das wir jetzt über 160 Jahre haben, dass wir das einsetzen und basierend darauf eigentlich eben neue Services anders an Merit bringen, Kunden auf eine andere Art und Weise ansprechen und auch mit diesen ganzen multikulturellen Themen, der Internationalität vom Asiat, der in der Schweiz ist, vom Schweizer, der in Asien ist, dass man von dem profitieren und das Know-how wirklich einsetzen. Ja, selbstverständlich. Also, es ist ja nicht ganz klar, wo in welchen Ländern bekommt man eine Banklizenz und wo bekommt man eine Banklizenz nicht. Und das heisst, wenn gewisse Länder sich beispielsweise verweigern, dass Credit Suisse dort vor Ort darf arbeiten als Bank, darf tätig sein als Bank, dann hat das natürlich eine gewisse protektionistische Massnahme, um sag jetzt mal, die Inlandbank in dem Land zu schützen und den Merit quasi abzuschotten gegenüber anderen Player, sprich gegenüber der Schweizer Bank. Das gibt es. Ja. Freimarkt ist für die CS sehr wichtig. Er ist auch wichtig, weil die Schweiz eigentlich sehr offen ist. Von dem her gesehen, gehen wir eigentlich, wäre unser Wunsch, also mindestens die Konstellation, die wir in der Schweiz den Auslandbanken anbieten, dass wir eigentlich die Rechte, aber auch Pflichten im internationalen Umfeld haben. Also von dem her gesehen, ja, ein freier Markt, freier Zugang zu den verschiedenen Märkten ist für uns essentiell.